Steuerskandal, kein Vertrauen mehr in Deutschlands Wirtschaftselite? Im Gespräch der Bundestagsvizepräsident Hermann Otto Solms. Herr Solms, sind die Steuerhinterzieher in Deutschlands und unter Deutschlands Wirtschaftselite die neuen Asozialen in diesem Lande, gar wie jemand menschenverächtlich gesagt hat, der Abschaum? Nein, ich halte das für eine Übertreibung. Aber ich halte es auf der anderen Seite auch für richtig, darauf hinzuweisen, dass Steuern gezahlt werden müssen. Und gerade die, die viel verdienen, haben einen besonderen Anlass, pünktlich ihre Steuern zu bezahlen. Also Steuerhinterziehung ist nicht entschuldbar. Trotzdem hat man den Eindruck, dass die Wirtschaftselite zurzeit am Pranger steht, geradezu einer modernen Hexenjagd ausgeliefert ist. Sehen Sie das auch? Das ist ein wenig so, insbesondere die Art und Weise, wie man Herrn Zumwinkel abgeführt hat. Und der Übertragungswagen des ZDFs stand ja wohl vorher schon dort. Das sieht schon so aus, als würde man einen für alle an den Pranger stellen. Da muss man immer in Erinnerung behalten, erstens ist das nur ein Verdacht. Er ist noch nicht verurteilt. Die Unschuldsvermutung gilt bis zum Urteil des Gerichts. Und zweitens ist es nur einer. Man kann nicht eine Berufsgruppe unter Verdacht stellen, weil einer einen Fehltritt gemacht hat. Da muss man differenzieren und immer jeden einzelnen Fall einzeln betrachten. Erstaunt es Sie nicht, dass normalerweise ja bei jedem immer sofort die rechtsstaatliche Kontenance bewahrt wird? Es gibt Unschuldsvermutungen, man sagt, jemand ist ein mutmaßlicher Täter. Aber im Fall der Wirtschaftsbosse scheint das gar nicht zu gelten. Da sind alle schon schuldig, bevor es überhaupt erst einen Prozess gibt. Das wird dann auch in diesem Fall dazu gesagt, es gelte die Unschuldsvermutung, aber. Und das heißt auf Deutsch gesagt, können Sie vergessen, der war's. Und diese Art der öffentlichen Verurteilung ist nicht gerechtfertigt. Auch wenn sich zum Schluss herausstellt, dass er Steuer hinterzogen hat. Aber dieses Urteil steht nur dem Gericht zu. Sie haben zu Recht gesagt, jeder muss Steuern zahlen, natürlich der Reiche wie der Arme. Trotzdem hat man den Eindruck, dass die Wirtschaftsbosse, die Manager, vor allem die Angestelltenmanager zurzeit einen Maßstab für Anstand verloren haben, für das, was man eigentlich tut. Müsste sich die Wirtschaftselite auch mal besinnen, ein bisschen sich anders zu verhalten, anders aufzutreten? Es gibt ja auch sehr positive Beispiele dabei. Und in der Wirtschaft hat man ja auch erkannt, dass das nicht geht, dass ein Manager, der versagt hat und der ein Unternehmen auch noch in Schwierigkeiten gebracht hat und viele Millionen Euro verbrannt hat, dass der dann auch noch riesige Abfindungen bekommt, dass so etwas nicht geht und dass das natürlich ein ganz schlechtes Beispiel ist für die gesamte Gesellschaft. Hier ist es Aufgabe der Wirtschaft, dafür zu sorgen, dass Ordnung in den eigenen Reihen eintritt und dass die Maßstäbe geändert werden. Keiner neidet es einem Unternehmer oder Manager, der sehr erfolgreich ist, dass er einen Anteil an dem Erfolg bekommt. Aber jeder wird natürlich sagen, es ist nicht gerechtfertigt, dass jemand Millionen jedes Jahr verdient und gleichzeitig keine Leistung zeigt. Das darf nicht sein. Erschüttert der Steuerskandal das Vertrauen der Menschen in ihre Manager, in ihre wirtschaftliche Elite? Ich glaube, dass es eine starke Erschütterung gibt, aber nicht erst jetzt durch diesen Vorgang, sondern seit längerem durch immer wiederkehrende Ereignisse und schlechte Beispiele. Es ist eigentlich auch Aufgabe der Medien, hier mehr zu differenzieren. Das ist alles zu einheitlich und jeder schreibt vom anderen ab. Und die größte Schreckensmeldung ist immer die, die die größten Schlagzeilen bekommt. Es ist angezeigt, jetzt, wenn ein bisschen Beruhigung eingetreten ist, dass man sich differenziert mit diesen Fragen auseinandersetzt und dass man auch mal eine Ursachenforschung betreibt. Damit will ich keinen einzigen entschuldigen, der tatsächlich sich fehlverhalten hat. Beginnen wir mal mit der Ursachenforschung. Ist unser Steuersystem, unser deutsches Steuersystem zu kompliziert und verführt es eventuell auch, Steuerflucht zu betreiben, sowohl in der Schwarzarbeit, wie aber auch bei denen, die nach Liechtenstein gehen? Also, dass das deutsche Steuerrecht das komplizierteste der Welt ist und es tatsächlich keinen einzigen Experten mehr gibt, der das Steuerrecht zweifelsfrei interpretieren kann, das ist Allgemeingut. Das ist ja auch nur verbreitet. Braucht man nicht zum Schutze dieser Steuerhinterziehung vorzubringen. Das muss drastisch vereinfacht werden. Es ist einfach entrümpelt, vereinfacht, verständlich gemacht werden.
damit das Vertrauen der Steuerbürger in einen fairen Steuerstaat zurückgewonnen wird. Das ist eine ganz große Aufgabe und das ist auch eine moralische Aufgabe. Denn heute wird ja Steuerhinterziehung in Wirklichkeit in Deutschland als Kavaliersdelikt angesehen. Der Kleine macht es durch Schwarzarbeit oder durch Spesenrittertum und der Große durch Steuerflucht und Steuerhinterziehung im internationalen Maßstab. Beides ist nicht zulässig. Allerdings die gut verdienenden Manager und die Elite hätte tatsächlich eine Vorbildfunktion und müsste besonders gesetzestreu damit umgehen. Ist die Steuerflucht ein deutsches Phänomen oder ist sie ein globales Problem inzwischen? Nein, sie ist ein internationales Phänomen. Sie hatten ja solche Dinge in Italien und in den Vereinigten Staaten und wo immer. Sonst könnten ja die Steueroasen nicht so gut leben, wie sie leben. Das ist ja deren Geschäft, muss man ja so sehen. Wenn wir ein einfaches, verständliches Steuerrecht hätten mit einer maßvollen Besteuerung, glaube ich, könnten wir den Druck auf solche Manipulationen jedenfalls wesentlich senken und könnten etwas dazu beitragen, dass die Steuer und Moral wieder in breiten Kreisen zurückkehren würde. Ein internationales Problem sind natürlich die Steueroasen. In Europa ist es beispielsweise Liechtenstein. Muss man gegen ein Land wie Liechtenstein anders vorgehen? Muss man mit ihm politisch anders umgehen, ohne dass wir jetzt behaupten, das sei ein Land wie ein Raubrittertum, wie es ein Abgeordneter genannt hat? Zunächst einmal ist Liechtenstein ein souveräner Staat, genauso wie Monaco oder Andorra oder andere Steueroasen in der Karibik, Bahamas oder was immer, Cayman Islands. Und man muss deswegen auch anständig mit einem solchen Land umgehen. Das Zweite ist, dass Liechtenstein auch wissen muss, dass es nun mitten in der Europäischen Union lebt und natürlich auch wirtschaftlich von den anderen Europäern abhängig ist. Deswegen dürfen die das nicht übertreiben. Dazu müssen natürlich Gespräche zwischen Liechtenstein, der Schweiz, der Europäischen Union geführt werden. Ich glaube, das ist weiterführend als bilaterale Gespräche zwischen Deutschland und Liechtenstein oder Italien und Liechtenstein. Würde eventuell einfach ein gerechtes Steuersystem, ein einfaches und verständliches, hier auch die Ausstrahlungskraft einer Steueroase wie Liechtenstein schmälern? Auf jeden Fall würde es das tun. Und zum Zweiten müssen ja auch die Steuerbürger wissen, dass die Steuerhinterziehung strafbedroht ist und das Risiko eben doch erheblich ist und sich nicht mehr lohnt, wenn wir ein so einfaches und verständliches Steuersystem hätten. Deswegen plädieren wir ja dafür, ein Steuersystem zu schaffen, was jeder durchschnittlich begabte Bürger verstehen kann. Politisch bemerkenswert und bedenklich ist, dass vor allem die Linke natürlich von dem Steuerskandal der wirtschaftlichen Eliten profitiert. Kann man dem was entgegensetzen? Eben, indem man dafür sorgt, dass die Steuermoral gestärkt wird. Das ist aber in erster Linie, was jetzt die Wirtschaft und deren Funktionäre anbetrifft, Sache, das selbst zu regeln, selbst zu lösen und den Leuten ins Gewissen zu reden und vielleicht auch in die Verträge der Manager entsprechende Klauseln einzubauen, die eben auch innerhalb der Unternehmen sanktioniert werden. Herr Solms, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke sehr.